So Leute, wie man wahrscheinlich an meinen kleinen Augen sehen kann, ist es noch ziemlich früh. Hier, ich hatte immer das feststellen können, 6.25 Uhr. 6 Uhr, da bin ich tatsächlich ein bisschen gebraucht, um heute Morgen hier aufstehen zu können. Marathon-Training lässt grüßen. Wir hatten eine kleine YouTube-Pause, aus verschiedenen Gründen, auch aus planerischen Gründen. Aber wir wollen jetzt wieder loslegen und dafür gibt es, glaube ich, bessere Gründe, natürlich zu starten. Also man natürlich mit einem richtig harten Trainingstag einsteigen muss. Den ganzen Tag mal mitzunehmen. Es wird ein Tag sein, der den manche von euch vielleicht schon kennen. Vielleicht auch ein Podcast von mir, nämlich in einem Special-Blog. Das bedeutet, dass wir zwei sehr harte Trainingseinheiten haben. Der eine jetzt dann relativ zeitig am Morgen und dann eine weitere heute Abend, was da alles genau gemacht wird oder zumindest geplant ist, werde ich euch natürlich später noch mitteilen. Jetzt erstmal dran, Frühstück zu machen, Getränke etc. vorzubereiten und dann loszufahren. Someone you will hold on to, and they will be a better one. Good things will happen, bad ones will too. So remember that as they happen to you. Oh no, 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 this isn't some little sad song or a cold shoulder, dear, for your tears to freeze on. Hunger habe ich ehrlich gesagt noch keine um die Uhrzeit, aber wenn man lange und möglichst hart trainieren will, führt kein Weg dran vorbei, dass man entsprechend vorher auch mal die Speicher auffüllt. Weil ja ab und an auch die Frage schon aufkam, was man zum Beispiel dann frühstücke oder was ich frühstücke, da muss ich sagen, es hängt immer ein bisschen davon ab, was ich trainiere. Also das kann mal bei einem lockeren Tag gar kein Frühstück sein, nüchtern. Kann mal sein, dass man einfach einen Toast, Vollkorntoast mit Erdnussbutter, bisschen Früchte. Aber vor meinen harten Einheiten oder vor meinen Longruns gibt es meistens einen Porridge, also Haferflocken, ein bisschen Chiasamen mit quasi kochendem Wasser aufgekocht. Dazu dann meistens ein bisschen Obst, kann mal eine Banane sein, kann im Sommer auch gerne mal ein paar Beeren sein. Gesüßt mit Honig und ja. Für mich der perfekte Energielieferant für solche Tage. So, bevor ich mich gleich noch umziehe, erstmal hier noch in der Küche schnell die Getränke vorbereiten, die wir jetzt gleich brauchen. Hier haben wir schon mal von meinem Partner Ultrasport, gibt es eigentlich zwei Optionen an sozusagen Kohlenhydratgetränken. Es gibt den Beatster und den Buffer. Ich persönlich bevorzuge da eher den Beatster, das wird das sein, was ich während der Einheit gleich trinken werde. Dann haben wir natürlich, wenn ich heute Abend nochmal laufen muss, geht es natürlich auch darum, Regeneration zu optimieren, so gut es geht. Das heißt, nach der Einheit werde ich mir direkt ein Kohlenhydrat-eiweißhaltiges Mischgetränk sozusagen zuführen. Das wird eine Mischung sein aus dem Ultrasports Refresher, der auch Kohlenhydrate enthält, direkt im Open Window, also in 20-30 Minuten nach der Einheit zuführen. Und ich tue noch ein bisschen Add-on Amino mit rein. Das hilft auch ein bisschen die muskuläre sozusagen Regeneration zu unterstützen. Und ja, das Ganze mache ich meistens so auf, mache mir jetzt eine größere Portion von 500 Millilitern. Mache ich meistens so drei gehäufte Löffel Refresher und einen halben Löffel, sozusagen halben Löffel, na, mach ein bisschen mehr, Add-on Amino. Und dann eigentlich nur noch umziehen und Schuhe packen und dann können wir langsam eigentlich schon los. Kleine Schatztruhe hier mit einer Menge Folterinstrumenten. Ich glaube, Foam Roller in allen Formen, Größen, für alle Eventualitäten, was man halt so sammelt über 15, 20 Jahre fast Leistungssport.
Guten Morgen, Philipp. Neuer Tag, neues Glück. Wo sind wir? Was steht heute an? Guten Morgen. Für die Leute, die jetzt schon den ersten Teil gesehen haben zu Hause. Ich bin jetzt mit dem Auto an die Strecke gefahren, wo ich die meisten meiner, sagen wir mal, härteren marathonspezifischen Einheiten mache. Dieser Straße, die in der Regel relativ wenig befahren ist, aber sehr flach, weil dahinter direkt ja die Donau ist, finden die meisten meiner intensiveren Tempo-Dauerläufe oder intensiveren Longruns statt. Das ist hier so gerade am Rande von Regensburg quasi noch. Und man hat hier in diese Richtung so ungefähr 10 Kilometer wirklich sehr gute Strecke, eine sehr gute Strecke, wo man eben intensive Sachen machen kann. Was machen wir heute? Ich habe es vorher nur angeteasert zu Hause, dass es ja ein Special Block ist von Renato, also meinem Trainer Renato Canova. Für die Leute, die den Namen noch nicht gehört haben, die meisten, die wahrscheinlich den Podcast hören oder auch schon die anderen YouTube-Videos angeschaut haben, denen wird der Name wahrscheinlich geläufig sein. Und zwar ein Special Block bedeutet bei ihm, dass man zwei sehr qualitative Tempoeinheiten an einem Tag kombiniert. Special Block ist also dementsprechend sehr intensiv und kommt auch nicht so häufig vor, weil sowas kann man nicht ständig machen, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Dementsprechend ja, bin ich auch ein bisschen angespannt heute, muss ich sagen, weil die letzten Tage jetzt nicht ganz so gut liefen, die Beine einfach sehr müde sind. Bin mal gespannt, wie ich heute durch diesen Tag durchkommen werde. Grob geplant wäre eine Kombination aus 10 Kilometer in 3,20, sozusagen als Warm-up, wenn man so will. Dann habe ich 5 Minuten Pause und dann gibt es nochmal 15 Kilometer, die idealerweise gesteigert gelaufen werden sollen. Dann müssen wir mal gucken, ob das mit dem Steigern dann noch so gut klappt. Und zwar die 5 Kilometer Abschnitte in 16 Minuten, 15,30 und dann noch 15,0. Ist ambitioniert, als ich das im Trainingsplan gesehen habe, müssen wir mal gucken. Aber das Gute ist ja, dass ich heute natürlich dich, Simon, hier auf dem Rad dabei habe, aber auch den Tim als Support heute habe. Dafür, dass gerade erst 8 Uhr ist, ist auf jeden Fall heute schon hier ein bisschen was los. Und dann gibt es am Abend eine zweite Trainingseinheit. Die findet dann zum Teil zumindest im Stadion statt. Dort gibt es nochmal sozusagen als Warm-up oder als Vorbelastung, je nachdem wie man das sehen möchte, 10 Kilometer in 3,20 und danach wären nochmal 10 mal 600 Meter im Stadion geplant. Die sind, lass mich überlegen, ich glaube 1,36 steht im Trainingsplan. Das wäre also 64 auf die Runde, 2,40er Tempo. Auch sehr ambitioniert und definitiv ein Tempo, was ich seit Wochen gar nicht mehr getoucht habe. Insofern lasse ich mich mal überraschen, was und wie viel ich von diesem heutigen Tag schaffen kann. Ich glaube, von allen Special Blocks, die ich jemals schon machen durfte, seit ich mit Renato im letzten Jahr zusammenarbeite, habe ich, glaube ich, von 4 Versuchen nur einen geschafft. Also die Chance ist gut, dass das heute hoffentlich, weiß ich nicht, ich möchte ja nicht dran anknüpfen, aber versprechen kann ich es natürlich nicht. Wir nehmen euch dafür auf jeden Fall mit. This is not a game. This is not a game. Yeah, this is not a game. Also vielleicht nochmal kurz, weil ich gerade Tim erzählt habe, dass jetzt die letzten Tage nicht ganz so gut liefen. Ich sag mal, Trainingslager lief super, die Woche mit dem 10-Kilometer-Wettkampf lief super und meine zweite Impfung habe ich ja dann nach dem Wettkampf geschoben. Die wäre sonst vor dem Wettkampf gewesen. Aber also die gemacht, alles cool, auch die 2 Tage Pause, wie auch vom Arzt empfohlen, alles gemacht. Und habe mich dann trotzdem nicht so fresh gefühlt und musste die Einheit, die halt im normalen Trainingsplan drin gestanden ist, von Donnerstag auf Samstag schieben. Was ja an sich erstmal kein Problem ist. Die lief ja auch recht gut, das habe ich auf Instagram ja auch gepostet, haben wir viele gesehen. Die Einheit am Samstag lief super. Und dann, das ist immer das Problem bei den Athleten, wenn man zu gierig wird, dann dachte ich mir, ja, eigentlich gut erholt. Sonntag, warst du da, Sonntag auch mit Felix. Sonntag 31 Kilometer gemacht, auf 2 Einheiten verteilt, Beine eigentlich ganz gut. Und dann dachte ich mir, ich werde einfach mal am Montag in den normalen Plan zurückspringen. Weil Montag wäre eine ziemlich intensive Einheit drauf gewesen. Und ich dachte mir, ein Tag reicht auch. Aber Renato macht oft 2 Tage und nach der eigentlichen geplanten Einheit zuvor wären sogar 3 Tage normale Dauerläufe drin gestanden. Aber ich dachte mir, hey, lief geil, alles super, ich mache das am Montag. Und das ist komplett in die Hose gegangen. Also ich habe die Einheit zwar schon irgendwie durchgezogen, aber auf jeden Fall nicht so, wie es geplant war. Ich muss auch sagen, die war auch sportlich. Der Plan für diese Montagseinheit wäre gewesen, 4 Mal quasi immer 4 Kilometer laufen in einem Grundtempo von 3,10, also ein bisschen langsamer als Marathontempo und dann immer 1 Kilometer einstreuen in 2,55. Und da kann man sich ja schnell ausrechnen, wenn man da 4 mal diese 5 Kilometer zusammennimmt, gibt es auch einen ziemlich flotten Gesamtschnitt für diese 20 Kilometer. Und das hat genau einmal funktioniert
Und nachdem ich das erste Mal diese zwei, ich glaube 56 war es sogar nur, gerannt bin, auch übrigens hier, habe ich gemerkt, ey, also ich kann jetzt nicht 3:10 joggen direkt nach dem 2:55er Kilometer, weil die Beine einfach echt noch kaputt waren von dem harten Longrun. Und das Maximum, was an dem Tag möglich war, dass ich dann so 3:20er Tempo dazwischen laufen konnte. Und die Schnellen haben tatsächlich hingehauen. Also die waren immer dann so zwischen 2:52 und 2:55. Aber das Tempo dazwischen war halt 3:20. Und das Problem hauptsächlich war, dass die Tage dazwischen, ich habe mich gefühlt, als wäre ich vom Lastwagen überfahren worden. Weil diese Kombination aus dieser Long Run plus Tempowechseleinheit, die war, glaube ich, ein bisschen zu krass. Und da hätte ich, glaube ich, besser gefahren, glaube ich, wenn ich das entweder gar nicht gemacht hätte oder geschoben hätte. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das heute mit dem Special Block wird, weil, wie gesagt, die letzten zwei Tage musste ich dann ein bisschen Training rausnehmen, weil ich einfach keine sehr guten Beine hatte. Bin mal gespannt, wie das jetzt hier gleich vonstatten gehen wird. Weit entfernt von 3:20. Ich möchte mir gerade auch noch gar nicht vorstellen, wie sich gleich 3:20 anfühlen wird. Ist auch interessant. Also ich meine, ich laufe jetzt hier gerade 4 Minuten Schnitt ein und normalerweise ist 3:20 so ein Tempo, wo du denkst, oh, ist jetzt schnell oder ist schon flott, aber ist auch kein Problem. Und ist auch spannend, wenn du aus so einer Phase kommst, wo alles im Training läuft, dann machst du ja gar keinen Stress, du gehst einfach rein, so wie ein Sestriere, jedes Programm, selbst noch so crazy, no problem, krieg ich schon irgendwie hin. Aber wenn du jetzt mal so 3-4 Tage hast, 5 Tage, wo es nicht so lief, wo die letzte Session nicht so abgelaufen ist wie geplant, die Tage danach schwere Beine, immer müde und du weißt, was heute auf dich zukommt, dann denkst du dir gerade schon, okay, ich bin mal gespannt, wie sich zum Einstieg ins Programm überhaupt 3:20 anfühlt. Fun Fact, kann man vielleicht auch noch dazu sagen, dieser Tag, so wie Renato ihn mir aufgeschrieben hat, vorausgesetzt, ich würde alles schaffen, beinhaltet 41 Kilometer zwischen 3:20 und 2:40. Aber ich dachte mir jetzt gerade, nee, ich laufe lieber noch 2 Kilometer extra, weil die Beine fühlen sich nicht wirklich gut an, dass ich jetzt denken würde, 3:20 ist ein entspanntes Tempo, um in den Tag zu starten. Deshalb kurzer Shakeout-Run, vielleicht noch 3 Steigerungen und dann schauen wir mal, was mit Carbon so möglich ist. Müsste eigentlich vom Ding her passen. Machen wir mal den Modus hier noch. Würde ich sagen, let's go. Yeah, this is not a game. If I was to be a player, all I gotta put my brain. So gonna be the best. Put my head up in the air. Homie, this is not a game. Yeah, this is not a game. If I was to be a player, all I gotta put my brain. So gonna be the best. Put my head up in the air. Beschissen, wie sich die Beine vorher angefühlt haben, muss ich sagen, wenn die Erwartungshaltung so low ist, kann man sich manchmal selber überraschen. Ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, dass sich's geil anfühlt, aber sagen wir mal, 3:16er Tempo fühlt sich entspannter an, als ich erwartet hatte. Und die Kernfrage ist allerdings, wie wird sich's gleich anfühlen, wenn wir wirklich schnell laufen? Also halbe Minute zu schnell, aber das hat sich jetzt soweit mal ganz okay angefühlt, sag ich mal. Insofern jetzt 5 Minuten Pause. Wie man sieht, es wird warm. Es soll heute auch noch an die 30 Grad geben. Jetzt haben wir 9.20 Uhr, also man merkt das auf jeden Fall schon. Deswegen werden wir den gleichen Part nochmal machen, nur halt etwas länger rauslaufen, sodass wir zumindest ein paar Kilometer im Schatten haben. Und dann schauen wir mal,
beim zweiten Teil werde ich, denke ich, mal ein bisschen auf Bike Support setzen, also dass man irgendwann auch mal hinter dem Rad laufen kann. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt in das schnellere Tempo reinkommen. Wird auf jeden Fall spannend, wie das heute Abend dann noch wird. Da wird es dann auf jeden Fall richtig heiß. 3 Minuten noch. Auf den letzten 5 Kilometer noch geht. Ich glaube, 3er Schnitt ist schon ein bisschen optimistisch. Aber mal gucken. Mal gucken. So, 25 geht's weiter. Wahrscheinlich noch 2 Minuten. Gute 2 Minuten. Ah, die Uhr ist schon ready. Ich bin noch nicht ready. Wunder, was ich gerade gemacht habe. Mein Zwerchfell ist fest. Das Atmen fällt mir etwas schwerer als sonst, weil irgendwas im Rücken ein bisschen blockiert ist. Aber habe ich es mit der Black Roll heute Morgen selber nicht hinbekommen. Schauen wir mal. Ja, in die Richtung geht nicht so gut. Naja, hilft nichts. Ich mache mich mal ready. Okay. Don't try to stop me, homie. I ain't got no friend because it's toppy. Lonely, I just keep it real, no way that I'll be phony. If you got my back, don't say you got me. Show me, yeah, that's real talk if you feel it. We all got a challenge, it's just how you gon' win it. We all got rules, it's just how you gon' bend it. The tables gon' turn, it's just how you gon' spin it. Oh, I'm giving. Fuck. Da freut man sich auf den Nachmittag.